So, liebe Freunde, heute Abend bin ich an der Westseite von Ibiza und zwar an dem Spot Ashram. Ashram bezieht sich hier auf so einen Strandclub oder eine Strandbar, an der man den Sonnenuntergang besonders schön genießen kann. Und wir haben auch direkt unterhalb dieses Clubs auch schöne zwei Liegen uns angemietet und sind da heute auch schon ein paar Stündchen. Man merkt es mir auch an, wir haben jetzt schon die zweite Flasche Wein aufgemacht, aber mal, ich habe die Kamera dabei und will auch heute ein Sonnenuntergangsbild machen. Was hier wunderschön ist, ist diese Felsenklippe hier hinter mir. Was die Herausforderung gleichermaßen aber auch ist, unter mir liegen Tausende von Menschen und ich kann da echt unmöglich runtergehen und mich dazwischen die Leute, zwischen die Handtücher und Liegen einfach mal dazwischen klemmen und hier ein Video aufnehmen. Da habe ich auch irgendwie Hemmungen, muss ich echt sagen. Es ist einfach zu viel los. So versuchen wir jetzt hier oben von den Felsen irgendwie einen schönen Vordergrund zu suchen und dann einfach das Bild Richtung Sonnenuntergang zu machen. Das ist so jetzt mein Plan, den ich vielleicht auch tatsächlich umsetzen kann. Weil viel Platz ist da unten echt nicht. Jeder Quadratzentimeter ist belegt mit Handtüchern und Haut und Sonnenschirmen. Das ist echt krass. Und jetzt im Hintergrund hört ihr auch schon die Trommler. Das ist ja auch ein ganz bekannter Spot für Partys am Abend, um einfach in den Sonnenuntergang reinzutrommeln. Also es wird echt gut. Vielleicht machen wir auch nachher noch die dritte Flasche Wein auf. Fragt sich nur, wer fährt. So, jetzt stehe ich da. Der Strand ist ja wie gesagt echt überfüllt und Schatzi, findest du hier irgendeinen schönen Vordergrund, den ich nehmen kann, ohne Menschen am besten? Was sagst du denn? Das wird schwierig. Warum schwierig? Naja, wenn wir nach hinten schauen, alles voller Menschen. Zur Not nimmst du einfach hier so ein Grasbüschel oder da drüben die weißen Lilien. Okay, ist aber glaube ich ganz schön schwer, die Grasbüschel scharf zu kriegen und den schönen Sonnenuntergang. Ja, das ist dann das ist mein Job. Das ist mein Job. Ich überlege mir auch, kann ich dir nicht helfen. Ich überlege mir auch gerade, da vorne auf diese Halbinsel oder was das ist, zu gehen. Da sehe ich auch gerade, die Flut kommt langsam. Das wird ganz schön tricky. Vielleicht mache ich das jetzt mal als erstes, dass ich da vorne auf den Felsen gehe, weil sonst komme ich nicht mehr heile und trocken zurück mit meinem Equipment. Und dann, wenn du meinst, nehmen wir halt mal diese Grasbüschel hier als Vordergrund. Oder? Checken wir es mal aus. Na los. Versuch's. Ja Leute, mit dem krassesten Sonnenuntergang wird es hier wohl nichts, weil es einfach super, super bewölkt ist. Aber ich versuche jetzt doch, in der Kürze, die mir jetzt noch bleibt hier, in der Kürze der Zeit, hier ein vernünftiges Foto auf die Beine zu stellen. Was habe ich dabei? Mein Stativ, die Kamera A7 III und mein Weitwinkel 16 bis 35 mm. Dazu noch ein ND-Filter und ein Verlaufsfilter. Jetzt baue ich mein Setup auf, lass die Kamera durchlaufen und schau doch mal, wie viele Minuten ich für dieses Foto brauche. Muss nicht sein, dass es das beste Bild ever wird, aber ich will zumindest ein Foto halt machen, was halt schön kommt. Also, was sich natürlich anbietet, ist nicht hier direkt von der Mitte aus von der Insel das Foto zu machen, sondern etwas vom Rand, dass ich noch was hier von dem Uferbereich irgendwie mit drauf bekomme. Jetzt baue ich mal auf. So, mein Plan ist jetzt, diese schöne halbrunde Insel damit aufs Bild zu bekommen und wenn möglich noch die Sonne links im Eck irgendwie reinblitzen zu lassen. Und ich finde, gegen die Sonne zu fotografieren ist super, super schwer, weil der Vordergrund meistens schwarz ist und absäuft, wenn die Sonne schön zur Geltung kommt. Ja, im nächsten Schritt schraube ich jetzt mal meinen ND-Filter drauf und den Verlaufsfilter und dann gucke ich, was ich machen kann. Aber wichtig ist jetzt mir, bevor ich den ND-Filter drauf schraube, fokussiere ich jetzt erstmal vorne auf die Insel im manuellen Fokus. Das mache ich jetzt als allererstes. Manuell gehe ich hier rein in meine C2-Taste, da habe ich mir den Display Fokus oder die Displaylupe draufgelegt. Gehe schön ran an die Insel und muss jetzt wirklich das Bild
beurteilen. Und ich kann jetzt nicht einfach an meinem Fokusring bis auf unendlich drehen, weil es dann trotzdem unscharf wird. Aber kurz vorher sieht es sehr, sehr gut aus. Steht drauf, dass der Berg 5 Meter weg ist. Passt überhaupt nicht, aber im Display sieht es sehr, sehr scharf aus. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass keine Wassertropfen von vorne noch auf meinen Filter knallen, weil das Wasser steigt unnormal schnell. So, jetzt draufschrauben. Tue ich wie immer meinen Nisi V6 Filteradapter und drin ist schon der 1,8er ND-Filter. Ich darf jetzt, glaube ich, auch gar nicht so lange hin und her blabbern, weil das Wasser steigt hier unaufhörlich und ich muss auch wieder zurück. Also wird es jetzt eher eine ganz, ganz schnelle Nummer von dieser Halbinsel aus. So, das Bild ist jetzt schön schwarz. Jetzt muss ich die Belichtungszeit entsprechend anpassen, dass ich hier was sehe. Jetzt bin ich hier schon bei, ja, 2-3 Sekunden sowas auf einer 9er Blende. 3 Sekunden auf einer 9er Blende. Jetzt kommt noch der Verlaufsfilter drauf, damit der Himmel auch richtig schön abgedunkelt wird. Das könnt ihr ja sehen, was der eben im Wasser macht. Und auch genauso mit dem Himmel. Stecke ich rein und kann jetzt das Bild besser beurteilen. So. 9er Blende. 3 Sekunden Belichtungszeit, ISO 100. Und jetzt noch die Auslöseverzögerung von 2 Sekunden einstellen. Die ist wichtig, dass ich hier nicht verwackel. Mach dieses Bild vom Ashram, von dieser kleinen Halbinsel aus. 3, 2, 1, bam! Was ich halt jetzt bei diesem Bild gemacht habe oder worauf ich jetzt hier gerade geachtet habe, ist, dass mein Ufer so aus der linken Ecke so halbrund auch ins Bild reinläuft. Das ist irgendwie in meinen Augen symmetrisch. Stimmt ganz gut. Okay, jetzt gehe ich mal wieder zurück und versuche mein Glück vom Strand aus vielleicht nochmal ein Bild zu machen, ohne Menschen. Und das ist die Herausforderung hier, ohne Menschen auf Ibiza. Geht eigentlich gar nicht. Und so ist es halt immer, mit 2 Stativen unterwegs zu sein, ist nicht so lustig. Vor allem, ach, die Flut meint es noch gut mit mir, da komme ich locker durch. Auch hier ändere ich jetzt auch nichts am Fokus, mache das Bild so wie es ist. Bam, super. Jetzt wähle ich auch mal bewusst eine kürzere Belichtungszeit, dass ich diese Wasserzieher auch noch ein bisschen mit drauf habe. Sieht wunderschön aus, wenn die Wellen so das Wasser irgendwie wieder zurückziehen. Und da den Moment abzupassen, dass das Wasser gerade zurückzieht, ist jetzt hier die Schwierigkeit. Warte ich jetzt mal kurz, jetzt kommen sie. Löse ich aus, 2 Sekunden und jetzt zieht zurück. Ja. Yeah. Und jetzt auch, diese Schaumkronen will ich auf dem Wasser haben. Ich will diesen Schaum auf dem Wasser haben. Wow, sieht es gut aus. Da mache ich jetzt tatsächlich mal 3-4 Bilder. Und in dem Fall sehe ich jetzt gerade, macht es gar keinen Sinn, hier mit Auslöseverzögerung zu arbeiten, weil ich dann es nicht gescheit timen kann. Deswegen ohne. Jetzt ziehen mir die Wellen das Stativ langsam weg hier. Hä? Aber in meinen Augen ist es das deutlich bessere Motiv hier als mit Sandstrandkulisse. Sieht einfach geiler aus. Sowas macht Spaß, sowas macht Bock. So, auf eine Sekunde sieht es auch richtig toll aus hier auf meinen Bildern. Eigentlich egal, welches Bild ich mache, sieht toll aus. Gelernt habe ich jetzt dabei, das Bild nicht zu machen, wenn das Wasser auf mich zukommt, sondern wenn es wegzieht. Jetzt. Zack. Traumhaft. Traumhaft. Geil. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen hier bleiben, aber dann trinkt meine Frau die letzte Weinflasche ganz alleine. Kann ich ja nicht zulassen. Ich glaube, die Bilder könnte man Ibiza verkaufen, ey.
echt gut hier. Vielleicht habt ihr jetzt was mitnehmen können, wenn ihr selber mal am Strand seid. Habt Stativ und eine Kamera dabei, um diese Wassertiere aufnehmen zu können. Eine Sekunde lang belichten, damit habt ihr schon echt gute Ergebnisse. Mit dem supergeilen Sonnenuntergang war es jetzt heute leider nichts. So gönnen wir uns jetzt noch ein bisschen was zu trinken und fahren dann heim. Dankeschön, Lisa, für deine Geduld, dass ich mich mal kurz hier verabschieden konnte. Und jetzt sagen wir Servus vom Aschraum aus Ibiza. Goodbye. Ciao.